Grüßt euch ganz herzlich, meine lieben Freunde, zu einem neuen Weekly Rest Stop Event mit den Jungs hier hinter mir. Wir wollen heute mal eine schöne Weltraumschlacht machen, und zwar, wer hätte das gedacht, mit der Hammerhead. Und zwar geht es darum, mit der Hammerhead rauszufliegen. Die kriegt noch ein, zwei kleine Fighter mit, und dann werden wir versuchen, die mit weiteren kleinen Fightern in einer zweiten Gruppe auseinanderzuschießen. Und natürlich wird sich die Hammerhead gebührend wehren. Mit dabei ist heute der Black Leader, grüß dich. Hallöchen. Dann ist der Nymphenkönig mit am Start. Hallöchen. Revan ist mal wieder mit dabei. Jawohl. Jawolski. Dann der AT-Runner. Servus. Dann unschwer zu erkennen an seiner wahnsinns-stylischen Brille ist der Rötti. Hallihallo. Dann ist Avatar mit am Stissel. Hallöchen. Zum ersten Mal der Cutter. Grüß dich. Servus, hallo. Ohne Ingame-Voice übrigens. Dann ist mittlerweile der Danny noch mit dabei. Hallo. Der kleine Puck. Servus. Der Knecht. Moin. Micha. Hallo. Dann der Pharao. Ali, hallo. Und ganz zum Schluss, wie immer, der Rich Spencer. Du bist immer der Letzte. Wie immer. Genau. Hallo. So, und ich würde sagen, wir haben uns hier so wunderschön in die Ecke gepackt. Nicht, weil wir das hier so toll finden, sondern weil hier jetzt die Kamera war. Und deswegen, und weil man die Hammerhead natürlich wunderbar sieht. Ne? Das ist der Grund. Gut, Leute, dann würde ich sagen, so, Kamera ist auch schon wieder weg. Aufsitzen, wie machen wir es jetzt? Wer fliegt die Hammerhead? Das macht Rötti auf jeden Fall. Ich setze mir auch mal einen Helm auf. Und ja, wie wollen wir uns aufteilen? Habt ihr eine Idee? Avatar, also ich könnte sonst den rechten hinteren Turm. Rötti, ich gehe in den linken Turm. Was das? Also ich tät nur Arrow nehmen. Wir können ja die... Achso, ja, wenn er jetzt schon verteilen sagt, sonst hätte ich gesagt, sagt jetzt die ersten sieben in die Hammerhead. Ja. Ja, wir brauchen ja neun für die Hammerhead-Crew. Also die ersten neun. Also ja, ich als so. Nymphe würde sonst Begleitschutz machen für die Hammerhead. Rich, du bist auch mit am Feiteln, ne? Du willst nicht Kameramann machen, du bist schon mit voll dabei. Ich bin heute mal mit aktiv, ja. Sehr gut. Muss auch mal sein. Ja, das stimmt. Gut, ja, wollen wir das dann so machen? Das wäre dann Puck, Knecht, Micha, Pharao und Rich. Ihr wärt dann praktisch jetzt erstmal die Angreifer in den leichten Fightern. Okay. Yep. Habt ihr leichte Fighter? Oder müssen wir euch welche rufen? Oder wie sieht's aus? Ich brauche die Arrow noch für alle verfügbar. Ich muss noch mal gucken. Ich könnte eine Arrow spießen, ja. Also ich habe eine im Anker. Ich könnte auch noch eine sponsoren. Und wir brauchen noch zwei Leute jetzt von der Hammerhead-Crew, die auch einen leichten Fighter nehmen. Ich nehme auch einen. Nymphe. Ja, also 8 und 9. Ja, ich mache das auch mit Nymphe. Okay, du und Nymphe. Okay, dann nehmt ihr leichte Fighter. Sehr gut. Dann gehe ich auch noch mit in die Hammerhead. Ich würde in den hinteren... nee, ich würde in den oberen Turret gehen. Ist der noch frei, oder? Langsam reingehen in den Vorsprung. Wenn sich keiner meldet, dann heißt das ja. Müssen wir die Fahrstühle unbesetzt lassen zum Rausfliegen? Die Fahrstühle unbesetzt lassen zum Rausfliegen? Nein, du musst die Außenturrets unbesetzt lassen, ja. Ach so, das meinst du? Ja, sonst kommst du nicht raus. Sonst fahren die raus und dann hängst du fest. Erstmal rausfliegen und dann gehen wir in die Turrets rein. Und denk schon dran, mal gedrückt. Die Tore, die mögen es gerne mal ganz schnell wieder zuzugehen. Ne? Rötti, du kennst das Spiel ja wahrscheinlich. Ja, ganz wichtig, genau. Für die Hammerhead-Crew jetzt nicht in die Turrets gehen, bis wir draußen sind. Weil wenn die ausfahren, passt die schon nicht mehr in den Hangar. Hattest du geschlafen die ganze Zeit oder was los, Rötti? Wann habe ich geschlafen? Alles gut. Hattet ihr das gerade schon gesagt, ne? Ja, natürlich! Ja, hey, aber ich hab mir gedacht, ich sag's nochmal. Zwei, genau, doppelt hält es! Beim letzten Mal hat's nicht geklappt. Irgendwas muss ich ja jetzt sagen. So, der Chef geht jetzt erstmal hin. Ich war noch vor der Tür. Denkt an eure Helme. Du warst bei mir auch noch vor der Tür, Black. Ist die Hammerhead jetzt eigentlich schon vorgesetzt? Ja, ich glaube, oder? Doch. Müsste sie ja eigentlich. Ja. Wenn jetzt Danny und Nymphenkönig jetzt leichte Fighter holen und die anderen jetzt direkt hier drinne sind, dann müsstest du sie eigentlich voll besetzt sein, würde ich jetzt sagen. Ja. Okay, Black an Bord. Du kannst doch gucken im Mobiglas. Du siehst es doch bei dem Schiffskanal. Kannst du direkt hier gucken bei Hammerhead Crew und dann siehst du, es sind vier Leute drin. Also ist er nicht voll besetzt. Es sei denn,
Die sind schon in den Turrets, weißt du? Achso, dann zählt dann sie dann nicht mal. Ah, okay. Nein, natürlich okay. nicht. Weil das Komische ist, ich stehe auch nicht drin, aber ich bin in der Hammerhead. Doch, du stehst drin. Okay, ja, als eigener Name sieht du siehst dich selber nicht. Achso, also LT Runner, Avatar, Dark ist drinne und Rötti ist drinne und es fehlt noch Cutter, du fehlst noch in der Hammerhead? Was, wieso fehle ich in der Hammerhead? Ich wollte doch außen mit dabei sein. Der fliegt aus, oder? Du wolltest wo mit dabei sein? Ja, bei den Angreifern, oder nicht? Ja, aber du bist das zweite Mal dabei. Wir haben ja gesagt, so, die gut, ersten dann, sieben dann ich, sind Crew innen, 8 und 9 ist Verteidigung und der Rest macht den Angriff. Dann bin ich auf dem Weg in die Hammerhead. Und auch Black, okay? Und auch Black Leader müsste noch in die Hammerhead kommen. Ah, ich wüsste, oh, okay. Ach so. Also nochmal, ja. Die mit den ersten sieben meinen wir im Discord, ne? Von oben nach unten, die ersten sieben. Ja, ja, entschuldige. Die ersten sieben in die Hammer, ne, beziehungsweise die ersten neun, so. Und von den neunen sind dann Nymphenkönig und wer war's noch? Nehm einfach von unten die unteren fünf, lest die vor, das sind die Einzelkämpfer. Genau. Okay, an die Einzelkämpfer, braucht einer davon jetzt noch eine Arrow? Hä? Weil ich wäre jetzt hier gerade noch im Empfangsbereich. Wollte eigentlich zu nee, bei mir ist hier los. Danke. Danny, du hast auch einen leichten Fighter, ne? Ja, ja, ich nehme eine Gladius zu der Arrow. Ah. Okay, ja, gut. Dann komme ich zurück zur Hammerhead. Sehr schön, dann haben wir das ja geklärt. So, hier ist übrigens ein Buch im Regal, da steht drauf: Everything you know about dogfighting. Also eigentlich kann uns nichts passieren. Ja, wenn das jeder gelesen hat, ist das gar kein Problem. Oh, das ist ja prima, da kommt gerade der Aufzug runter. Ja, ja, habe ich extra runtergemacht. Hey, das ist ja super. So, wo ist die Brücke? Ist irgendwo ein Schild hier. Ach ja, da. So, mal hinten. So, wer braucht wo einen Schützen? Ich glaube, hinten unten ist noch frei, wenn ich mich nicht... Sind wir noch im Hangar oder schon raus? Kann ich übernehmen. Nee, wir sind ja noch im Hangar. Wir warten ja noch auf die restliche Crew. Hinten unten kann ich sonst übernehmen. Okay. Genau, ich gehe nach oben und dann müsst ihr mal gucken, ob bei den vier Turrets links, rechts, hinten, vorne, ob da noch irgendwas frei ist. Da ist jetzt aber schon besetzt, hinten, rechts, ja, wenn hinten, wenn hinten links. Besetzt ist, dann ist da schon einer. Musst du mal gucken. Ja, genau. Vorne links ist besetzt. Hinten vorne rechts auch. Ist besetzt. Links und rechts. Hinten, links und rechts ist auch besetzt. Hinten, dann bleibt nur noch oben besetzt. Oder unten. Genau, oben, unten ist eigentlich auch schon besetzt. Ne, einer muss noch frei sein. Wenn man seit einem Boss achtet. Kein Marker hinten links. Also jetzt ist Cutter da. Oh, hier ist man schon schön über Kopf. Ich sehe da sonst keinen Marker. Da müsste hinten links noch frei sein, oder? Ja, wir hoffen, du weißt, wo hinten links ist. Cutter rennt schon ins Triebwerk rein. Gegenteil von vorne rechts. Genau, schräg gegenüber von vorne rechts. Aber weiter runter kann ich doch nicht. Jetzt kommst du hinten rechts. Ich glaube, du kannst raus, Rötti. Ja, wir sind alle an Bord, oder? Ist Black Leader noch nicht drin? Jetzt. Ich bin drin. Ich bin drin. Alle an Bord. Genau. Weiter. Ja, genau, durch. Noch weiter. Jetzt kommst du. Gott, ja, jetzt bin ich da. Jawohl. Sehr gut. Kann losgehen. Hast du schon Starterlaubnis erbeten, oder? Ja. Ah ja, jetzt geht's los. Da liegt ja eine Flasche in der Hammerhead, mein Gott. Ja, das ist meine. Das ist eine Hammerhead, die braucht keine Starterlaubnis. Ja, genau. Ich frage mich ja, wann diese Gondeltriebwerke, ob die sie vielleicht mal noch so nach oben und unten schwenken müssen. Ein bisschen höhere, die. Mal. Hat passt noch her, ne? Ja, der hast du eine kleine Schlack. Der gibt ganz einen Lack. Kleine Schleifspur hinterlassen. Immer eben eure Tore, ob die alle funktionieren. Jo. Es wird vom Lohn abgezogen. eventuell ist das untere beschädigt. Doch den Films mit der Sigourney Viva. Ja, genau. Das ist doch auch bei hier Galaxy Quest, oder? Da parken die doch da so langschleifen. Da sagt er immer noch so,
Weiter, bisschen weiter links, bisschen weiter links, bisschen weiter links. So, Turret vorne rechts funktioniert. Ah, der könnte noch nicht schießen, ne? Nee. Doch, theoretisch kann man schon schießen. Doch, kann man theoretisch schon, schießen, aber wir wollen ja alle keinen Crampstead. Wenn du schießt, kriegst du noch nicht gleich einen Crampstead, oder? Ihr darfst nur nicht irgendwo drauf schießen. Ja. Wir sind in derselben Party, hier kriegen wir gar keinen. Testet mal eben bitte, weil sonst müssen wir nochmal eben reparieren. Ja, nee, okay. Also. Vorne links, vorne rechts geht, vorne links. Hinten rechts geht auch. Hinten rechts, hinten links, ja, geht auch. Ja, geht. Oben. Ja, warte, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Unten. Hinten, unten. Ach, wie schön, ich bin außerhalb des Schiffes. Yay. Wer sitzt in dem Turret? Dein Schiff gelassen. Wer sitzt in der Hammerhead hinten im Turret? Da war ich drin, da sollte ich Black drin sein. Der Black ja. Hunter ist gerade zurück. Er okay. Schwimmt gerade 240 Meter Zeug. also oben geht auf jeden Fall auch. Ja, warte, ich dreh mich mal eben hier, dann. Ja, vorne kannst du ja besser rein. Vorne hast du die Luke. Da kommt er. So, Wetten werden noch angenommen. Mault er sich oder mault er sich nicht? Hast du einen Traktorstrahl dabei, dann nicht. Ich sage, er mault sich. Jetzt musst du einen Traktorstrahl nehmen. Das Problem ist, ich kann nicht. Ich ist waffenfrei zu. Ah, die Tür da vorne musst du selber aufmachen übrigens. Die geht genau. So nicht auf. Ich kuschel mich gerade ran. Also die Luke ist ja offen. Aber du meinst die Tür noch, die zweite? Ja, die Tür, die geht leider nicht auf. Ja, die Blastdoor. So aufschießen. Da ist der Punkt. Ist richtig scheiße positioniert. Du musst, glaube ich, direkt an das Feld gehen. Genau. Ja. Die Geschütze abschießen? Die Geschütze, die einzelnen? Oder soll ich dich reinschießen? Nee, geht. So. Schnell. Jetzt geh wieder zu. Warum gehst du? Ja, warte. Jetzt geht's wieder auf. Also, wie viel mal wollten wir es heute machen? Hilfe, die Hammerhead hat Black. Zweimal wollten wir es versuchen. Wollen. So gut, dann Hammerhead springt weg, springt einfach irgendwo hin Richtung Area 18 oder keine Ahnung und bricht dann sobald der Satellit weg ist, der eigentlich sowieso weg ist, schon keine Ahnung. Komisch, hat jetzt schon keiner, einer wieder weggemacht. hält's einfach wieder an, aber ein bisschen raus, damit wir auch ein bisschen bessere FPS kriegen. Oder der schon vom letzten Mal ab. Ich fahr mal kurz alle Elevators rein, weil die sind so natürlich alle draußen. Nee, kann Rötti einfach machen mit Close All. Achso, sobald er in Quantum geht, sind die sowieso zu. Genau, Nymphe und Danny, ihr folgt uns einfach. Ja, wo springt ihr hin? Tschüss. Erstmal WCK. Das weiß nur Rötti, wo wir hinspringen. Ja. Okay. Sag ich aber nicht. Musst du aber, die gehören schon noch zu uns, ne? Achso. Wir müssen ja noch hinkommen. Na gut, ich spring nach Crusader, aber ihr seht mich doch gleich, oder? Doch, ja, hier, also da hinten sind sie. Und diese Partikel hier hinten sind immer so schön angenehm. So, wir sind angehalten. Alles klar. Sind noch alle in ihren Turrets oder sind welche auf der Strecke geblieben? Nein, ich bin noch da. Alles grün noch, ja. Super. Ja, sehr perfekt. Schön. Ja, dann würde ich sagen, die anderen. Wir springen auch. Wollt ihr runter in eine andere Gruppe gehen, einfach um euch zu besprechen oder? Oder? Könnte man eigentlich schon machen, oder? Ja. Ja, ist ja gut. Ja, ganz ruhig. Juhu, ich kann schießen. haben wir Knecht an Bord mit seinem losen Zeigefinger? Oder? Nee, der ist in einer anderen Gruppe. Der lose Zeigefinger zeigt euch gleich von außen, was er kann. Der lose Zeigefinger zeigt mal gleich, wie der mittlere aussieht. Ja, genau. Schweige Einhorn. Holt mal gleich seinen Kumpel. Wenn du bei Knecht in den Waffenschrank guckst, da sind in den Waffen, so die da in der Reihe stehen, da sind überall die Finger schon am Abzug. Knecht, oder warte noch mal ganz kurz. Wir sagen euch dann gleich Bescheid, wenn wir ready sind. Ne? Das ist aber bestimmt in einer Minute, wenn die anderen da sind. Nur Danny, Nymphe, wie sieht's aus bei euch? Bin unterwegs. Bin auch unterwegs. Alles klar. Ihr könnt euch ihr könnt uns direkt anspringen, oder? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie aus dem Quantum springen oder sowas, ne? Nee, wir können den Marker anspringen. Okay, perfekt. Wir bleiben in der Einsatzzentrale oder sollen wir in den Hammerhead Channel?
Ist mir eigentlich relativ egal. Können wir auch in den Hammerhead-Chat gehen. Magst du uns kurz reinziehen? Ja, zieh ich mal alle rüber. Super, danke. Genau, alle, die jetzt hier sind, ne? Genau. Ja, genau. Dann sieht das auch vernünftig aus. So, eigentlich sollte das eine riesen Weltraumschlacht werden mit mindestens 3 Hammerheads und richtig vielen Schiffen. Aber momentan scheinen alle irgendwie entweder keine Lust auf Star Citizen zu haben oder schon in den Osterferien sein oder ich weiß es nicht. Oder die warten alle auf die 3.13. Ich denke Ostern. Oder Ostern, genau. Aber wir werden das nochmal machen. Wir können irgendwann uns dann noch eine Hammerhead-Mission dazu rufen. Genau, aber die von Miles Eggert mit den 5 Hammerheads. Oh, man kann erst ab 2,5 Kilometern aufschalten bei den Türmen, ne? Ist möglich, ja. Vorher ist, ja, wenn du keinen Marker hast, siehst du nichts. Ist jetzt hier gerade ein Schiff aus dem Quantum gefallen bei uns? Ja, Danny ist gekommen, ja. Cool, das hört sich richtig cool an. So, die anderen müssten jetzt mal aus der Party gehen. Und uns dann anspringen. Oder wie wollen wir es machen? Ja, die müssten schon aus der Party, ne? Sonst ist es ja doof, wenn wir. Sonst, ich kann mir die Namen nicht merken. Oder? Können wir uns das merken? Die. Wie meinst du das jetzt? Ja, die anderen, wir sehen ja die Gegner an den Namen, aber eigentlich ist es egal, oder? Ja. Obwohl, ja, gut, eigentlich ist es nicht egal, weil wenn du außer Reichweite bist vom Scanner, siehst du den Namen trotzdem. Das heißt also, der andere kann keine. Also du kannst dich nicht anschleichen, oder weißt du, was ich meine? Du weißt ja, immer, wo der andere ist, egal wie weit der weg ist. Ja, lass mal rausgehen. Macht grundsätzlich auch Sinn, dass die Angreifer nicht... Genau, die müssen uns natürlich irgendwie erreichen. Also entweder machen wir ein Beacon. Ja, machst du ein Beacon? Oder die springen uns kurz an und dann gehen wir aus der Party. Machen wir es so. Ich setze ein Beacon. Das glaube ich am einfachsten. Okay, dann sag mal den anderen, sie sollen aus der Party gehen. Mag das mal einer kurz machen? Dann bleiben wir drin und die anderen gehen raus. Also ja, Puck, Knecht, Micha, Pharao und Rich. Leute, ich glaube, die sind da. Okay, dann geht's jetzt los. 2 Minuten vor der Zeit. Allerdings sehe ich keinen Rich auf dem Radar. Oder sehe ich einen auf dem Radar? Nee, ich auch nicht. Was ist ein Radar? Und, na, unten dieser Kreis mit den Punkten. Ach so. Das sehe ich ganz viele, aber... Ja, ich auch, nämlich. Aber ich glaube, das sind auch unsere Leute hier in der Hammerhead, ne? Ja, genau. Ich glaube, die Weißen sind die in der Hammerhead und die Blauen, sind die draußen. Genau. Oh, da kommt einer. Genau, ja. Ja, Pharao. Da ist einer. Ich kümmere mich um Pharao. Okay. Ist vorbeigeballert. Und raus ist er wieder. Ja, das war nur so eine Ablenkung. Ich würde jetzt mal einfach, ich fliege jetzt einfach mal geradeaus, ne? Ja, mach mal. Genau, bleib ein bisschen in Bewegung. Ja. Kundschafter. So, da kommt der Puck. Wo? Da hinten. Sonne. Bei Nymphen. Ja, die kämpfen jetzt natürlich gegen unsere Jungs noch erst. Ah, ich glaube, die haben Nymphen in die Falle gelockt. Meinst du? Ah, der Quantum Beacon bleibt übrigens stehen. Der ist 1,5 Kilometer hinter uns. Ah, okay. Ja, das haben sie. So, da kommt der Pharao. Oh, Rich Spencer. Hallöchen. Komm, Pharao, Platz! Was hat er denn wieder für ein Schiff? Ich drehe uns mal ein bisschen, dann kann ich. Arrow, ja? Mit Arrow ist natürlich schwer zu treffen, ne? Komm nicht dran. Was ist mit vorne rechts? Und hinten rechts? Nein, hinten rechts. Komm ich nicht dran. Vorne hinten rechts. Der Knecht. Ja, Knecht geht auf Nymphe. Ich werde mal ein bisschen Feuerschutz geben. Ja. Danke. Die beiden rechten Turrets von der Hammerhead sind feuern nicht. Was ist los bei euch? Weil ich nicht drankomme. Ja, pass auf, ich dreh mich jetzt. Nein! Was machst du? Im Fall der Fälle. Du kannst dich aber drehen. Im Fall der Fälle immer geradeaus weiterfliegen. Weil der Gegner muss ja eh zu uns kommen. Und ansonsten halt irgendeinen nehmen, der auf die Seite kommt dann irgendwann. So, wir sind jetzt wieder weiter weg. Da oben kommt wieder einer. Das ist der Rich, auch zu weit weg. Allzu weit weg. Ich glaube, vielleicht sollten wir gar nicht so wegfliegen. Vielleicht sollten wir wirklich in den Kampf gehen, weil macht ja auch keinen Sinn. Wir kommen ja dann auch gar nicht ran. Weißt du, flieg doch lieber mal hin zu den Kollegen. Ne? Ja, aber ihr wisst, wo sie sind? Ja, gute Frage. Warte, ich kann es dir sagen. Da genau, da sind sie. Genau. Ah ja. Färben sich noch gar nicht rot. Das wir müssen uns ja nicht, wir müssen uns ja nicht verstecken hier. So, wir werden angegriffen. Wer greift an? Knecht, ne? Ne, wer greift an? Ah, ich komm nicht Micha,
72. Oh, was ist das hier? Ich höre eine Missile. Ich habe einen. Micha 72 schießt eine Rakete auf uns. Wie? Was ist denn da los? Ja. Micha 72 hat eine Rakete abgefeuert. Jetzt kommt doch gleich die nächste. Sag mal. Wo ist der? Mach den fertig. Jetzt ist er auf der Seite. Ich sehe ihn. 3 Uhr. Ja. Ah, da ist er, ja. Das ist auch rot. Ah, ich komm da rüber. Nicht aufgerichtet. Schießt du auch eine Rakete jetzt, oder? Ja, ich kann mich in der Rakete. Und ich habe ein paar mehr mit mir, da kannst du mir glauben. Komm, die Rakete mit dem Kopf fangen. Habt ihr schon einen erledigt? Kann man, ja. Wenn ich weiß nicht, die verschwinden halt einfach. Ich weiß aber nicht, ob die erledigt sind, aber. Also einen habe ich, gekriegt. Ne? Oh, war knapp. Aber ich bin schon, ich hab deftig schon. Also mich. Ja. Mit der Taste 5 könnt ihr übrigens Redcons aufschalten. Ja. Ja, wenn sie red sind, schon. Wenn sie red sind, ja, Redcons. Der Rich ist bei Danny und Power. Ah, die fliegen halt immer wieder raus, ne? Ja, ja die machen Hochgeschwindigkeit. Ich hab jetzt eine Rakete auf dem Arsch. Ja. Die machen durch das aber auch keinen Schaden, also nicht mehr. Ja. Und die springen immer wieder weg, also sie sind zu schnell. Jawoll! Pharaos, Plätt! So, dann haben wir erstmal den kleinen Puck hier wegnatzen. Der arme kleine Puck. Den will man schon nicht abschießen wegen seinem Namen, ne? Den kleinen Puck nicht abschießen. So, er ist abgetaucht. So, da kommen Rich wieder von vorne. Rich kommt von vorne. Von 12 Uhr, ne? Schiff. 12 Uhr. Okay, warte. Der ist aber noch nicht rot, der hat noch nicht geschossen auf uns, glaube ich. Meinst du nicht? Das war die. Also ein Redcon habe ich auf dem Radar. Ja, Micha. Ah, wieder Micha. Ja. Er versucht sich ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm auch nicht ran, egal. Andern nehmen. Drehen, so? Nee, nee, nicht, mach nicht so. Okay, ja, alles klar. Ne, wer aus dem Fokus schießt, Fokus fliegt, der, man muss sich halt einen anderen nehmen erstmal. So, ich bin auf dem Puck drauf. Micha geht auf Danny. Ich hab den Rich Spencer. Bist du auch Danny auf dem Rich, ne? Jo. Mal gucken, dass wir uns nicht gegenseitig hier. Ja, genau, ja. Sind schon wieder ganz schön weit weg irgendwie. Ach, fliegst Danny, ja. Micha ist hinter dir her. Soll ich mal zu dem okay. Fliegen? Okay. Ja, genau, fliegt da zu denen, wo die sind. Ja. Okay. Letztendlich. Oh, Alter, der fliegt, wenn du bis auf eine Wand sitzt. Ja. Piep, piep. Ich höre wieder Raketen. Ja, ich glaub, meine. Wenn du das hörst, dann ist es die Hammerhead. Komm nicht ran! Komm nicht ran! Jawohl, eine weg. Ich hab den, ja. Kannst du einen Tick runtergehen, Rich? Rich? Jo, danke, reicht. Ah, jetzt komme ich nicht mehr ran! So, Misha kriegt jetzt alles. Jupp. Ah. Ich komme! Geronimo! Oh, Scheiße. Oh. Micha hat schon rote Schilder. Wenn wir dranbleiben, schaffen wir ihn. Der ist weg. Hab dann, oder? Nee, ist weggehüpft. Der hält aber viel aus für eine Arrow. Ja, die Arrow ist nicht schlecht, ey. Also der Micha ist schon hier, ne? Ja, ja. Aber die Hammerhead sieht auch noch ganz gut aus, ne? Also wenn sie klug sind, gehen sie erstmal auf unsere leichten Fighter, machen die fertig und dann zusammen auf die Hammerhead. Ich glaube... Alles andere. Ja, also ich und Danny, wir sind eine harte Nuss, denke ich mal. Das wäre meine Taktik. So, wo sind sie denn jetzt alle? Sehe ich gar keinen mehr. Ja, jetzt müssen sie uns wegmachen, aber. Micha ist noch hier. Ja. Okay. Kommt einer? Der ist jetzt bei dir, Danny. Ja, ja. Warum sehen wir jetzt keinen mehr? Rötti, bist du zu weit weggeflogen, oder? Ich werde geschossen. Kilometer von uns entfernt. Oh nee, der hängt an dir.
Will schnell wieder hin zu unseren Kollegen. Bringt sie zu uns. Siehst du die? Ich sehe sie nicht. Bringt sie zu uns ran. Ihr seid sonst noch zu weg. Ich sehe sie nicht, nee. Ich sehe sie auch nicht. Sie sind 13 unter uns. Ich glaube, die wollen unsere Fighter weglocken. Doch, da sind sie oben. Okay. Ah ja, da. Jetzt. Ich fliege hin. Da ist Micha wieder. Ah, das ist so, der Micha ist auch weg. Ja, schön. Sehr gut. Genau. Wir gehen. Oh. Ich fliege auch zurück zur Hammerhead. Huh? So, wer fehlt noch? Da ist noch einer. Der kleine Puck ist noch am Start. Also ich halte nicht mehr viel aus, ne? Ich bin schon ziemlich lädiert. Okay. Okay, ich habe noch keinen Treffer abgekriegt aus dem Porsche. Dann komm mal, Nymphe, komm mal zu Hammerhead. Also wir müssen gucken, dass wir auch zusammenbleiben, sonst ist die Hammerhead wehrlos. Ihr habt ja den Vorteil, dass ihr auch bei der Hammerhead Schutz habt. Deswegen entfernt euch nicht zu sehr. Wir schießen nur ganz selten auf euch. Bleibt einfach wirklich bei der Hammerhead. Dankeschön, Doc. Jetzt fühlt sich das schon viel besser. Hey, wer schießt? Wer schießt auf uns? Das sag ich doch ganz selten. Weil jetzt seid ihr rot für mich. So ein Scheiß. Das ist nicht gut. Gute Idee. So ein Scheiß. So, wo sind sie? Was ist hier los? Soll ich zurückspringen zum Reparieren? Ja, natürlich auch. Ich denke, die anderen suchen nach uns und haben ganze Macht Pferd verloren. Wenn jetzt Zeit ist. Zu schnell. Ja, meine, wir haben. Wie viele sind denn jetzt schon geplatzt und wie viele? Drei von ihnen, oder? Also, wir haben doch drei erwischt, oder? Ja, mach mal. Ja, frag doch schnell nach. Ja. Ansonsten, Rati, nochmal einen Beacon setzen. Wer schießt denn da? Niemand. Niemand. Aber der schießt doch irgendwo auf Nymphe. Nee, ich qualm einfach vor mich hin. Hä? Vielleicht ein Anzeigefehler. Also hier unten schießt irgendwer auf Nymphe. Da unten ist doch einer. Eine Arrow schießt auf Nymphe. Unten. Oh. Was auf dem Radar heißt nichts. Doch, unten schießt einer. Rötti, geh mal runter. Ah ja, Rötti ist nicht da, ne? Doch, stimmt. Ich hab... Hä? Wer will auf uns schießen? Da ist der Seht das? Keine. Schilde blinken auf. Ja, wahrscheinlich ist voll der D-Sync. Ja, aber der ist voll am Schießen. Blinken die Schilde auf? Bei mir steht auch Shield Critical, obwohl die Schilde voll sind, also. Aber ich krieg Schaden von irgendwas. Ja, ja, du wirst auch geschossen. Auch. Hä? Der kleine Puck ist doch da unten. Ich sehe den nicht. Ich sehe den auch nicht. Dann visier den mal an, Sitko, und dann sollte ich Rati dahin manövrieren. So, ich schieße jetzt drauf. Machen fertig jetzt. Wir haben den nicht auf dem Schirm. Vielleicht einen Stealth-Modus an. Wahrscheinlich, ja. Du schießt auf mich. Ich schieße auf einen kleinen Puck. Sagen. Was jetzt? Ich hab ja zum Glück rein. Das Beweisvideo. So, ist durch, ne? Also wir sind, also aber der kleine Puck fliegt doch hier noch rum. Ja, der kämpft das an. Aber was bringt denn das? Was bringt denn der kleine Puck gegen die Hammerhead? Ich habe ja nicht einmal eine Arrow abschießen können, obwohl er gestanden war. Na gut. Seh ich auch gar nicht. Ja, da gab es, glaube ich, einen kleinen D-Sync gerade. Gut, dann fliegen wir wieder zurück und wechseln die Teams, würde ich sagen, oder? Jo. Jawohl. Alles klar, dann gleich in Runde 2. Okay, wir werden bereit, oder? Also ich meine, das ist ein Film. Sind Sie bereit? Alles klar, dann geht's los. Okay. Let's go. Gut, Leute, wir greifen jetzt an. Ich habe meine Arrow ein bisschen übertaktet. Ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. Ich sage nur, es sind keine Einzelschüsse mehr zu hören. So, die Hammerhead ist jetzt losgeflogen. Nymphenkönig, den sehen wir jetzt zwar noch, aber das ist in dem Fall egal. Der war ja vorher bei uns. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir 50-50 aufgeteilt haben. Ein Turm geht bei der Hammerhead nicht, deswegen ist auch ein leichter Fighter mit im Gepäck. Und den würde ich sagen, den nehmen wir uns als erstes vorne, Leute. Jo. Sollten wir auf jeden Fall tun. So, da ist die Hammerhead. Das ist der kleine Puck. Der ist der Steuerwart. So, und da müssen wir erstmal gucken. Bleibt ein bisschen im Abstand. Da ist der kleine Fighter, Danny. Der hat eine Hornet Harziger. Oh, Leute, ey.
mach mich fertig, ey. Ah, egal. Los. Ja, und ich hab noch gefragt. So, guckt euch das an. Lustig. So. Fliegt nicht so schnell, ne? Vorsicht, Sidko und Darky sind momentan noch alleine da. Die erste Flotte kommt, glaube ich, gerade erst. Boah, der hat sich schon zerlegt, doch. Also, da muss ich mich jetzt kurz mal verabschieden. Ach, ja, auf mich auch. Puh, ich bin ganz schön rot jetzt, ey. Junge, ich glaube, ich gehe nochmal reparieren. soll ich das machen, oder? Naja, wenn Zeit ist. Ja, eigentlich ist noch Zeit, ne? Vielleicht sollten wir das so wirklich machen. Ja. Dann achtet ein bisschen drauf, geht nochmal reparieren. So, also gucken, wo ist es? Aberdeen. Ja, der ist klug, er bleibt in der Reichweite der Hammerhead. Ups! Ja, geht nicht zu risikoreich rein, ne? Also wie gesagt, ja, dann lieber zurückziehen. Erstmal gucken. Aber. Oh. Ja, nimm auf jeden Fall einen leichten Fighter, ne? Ja, ja, klar. Ich nehme die Hardseeker, kein Problem. Oh Mann. Das kommt gut. So, jetzt machen wir hier mal in Ruhe den Planer. Ja, krass, war auch ruckzuck kaputt, ey. Das war wahrscheinlich, ja, die Hammerhead hat, die Hardseeker hatte mich wahrscheinlich kurz im Visier. Da bist du natürlich. Danny lässt sich nicht rauslocken. Danny ist klug. Da geht immer gleich wieder schön zurück ins Häuschen. Oh, jetzt haben sie mich auf dem Geeker. Ja, dann lieber, wie gesagt, ne, ganz nicht zu sehr in den Infight. Und erst muss die Hardseeker weg, bevor die Hammerhead dann aufs Korn genommen wird. Wer fliegt die Hardseeker? Danny. Okay. Der fliegt dich immer direkt wieder zurück zur Hammerhead. Also Vorsicht, wo der hinfliegt, ne? Ja. Aber irgendwie ist das immer bei den Aktionen. Man sagt immer, nur leichte Fighter und es gibt immer Leute, die nehmen dann mittlere oder harte Fighter. Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Boah, Junge, hat einfach Gewöhnung, ne? Oder Hörgerät neu einstellen, kann auch sein. Also, leichte Fighter, alles klar, dann nehme ich jetzt die Warden. Ist ja völlig klar. Okay, ich habe eine Salbe abbekommen. Und bist gleich rot, ja, ne, wahrscheinlich. Das reicht gleich, ja. Bist du geplatzt, oder? nee, ja, bin noch dran. Oh! So, ich geb gerade Danny ein bisschen. So, Cutter ist, du bist schon geplatzt, wa? Ich bin geplatzt, ja. Ich sehe schon auf der Station hier. Uiuiui. Dürfen wir auch Raketen schießen? Nein. Ach, schade. Ja, sonst hätte ich den schon längst. Ja, ich auch. Den haben wir da. Der gehört nicht zu uns. So, mal schnell reparieren die Putze hier und dann bin ich sofort wieder da. Haltet durch, Jungs! Boah, das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Schiff, Leon. Okay, jetzt ist Danny ein bisschen raus. Der ist mit mir hier gerade im Fight. Ja, holt ihn euch. Jetzt oder nie? Okay, holt ihn euch. Oh, Alter, ey, der hat aber ganz schön. Du, die Super Hornet, Alter, die ist übelst. Natürlich, die hätte ich ja sonst geholt. Ist doch klasse. Ist er weg? Oder war es nicht? Nee, Avatar kämpft immer noch. Kann mir meine helfen hier mit Danny? Ja, ich bin auf dem Weg, aber Alter, ihr dreht die alle, ab, alle sollten auf Danny gehen, ne? Wirklich, keiner auf die Hammerhead. Erstmal die Hardseeker weg. Leute, wie weit wollt ihr noch wegfliegen? Fliegt ihr mit drei? Ist die Tana ein Kackschiff. Fliegt ihr mit 3000? Oh Gott. Ich sag's noch. Und ich sag noch. Ich hätte nicht ja auch die Hornet geholt. Okay, Danny zieht sich wieder zurück. Vorsicht, jetzt hinterher, nein. Leute. Gebt ihm. Er hat schon einen roten kleinen Chor. Ist er weg, oder? Ist. Weggesprungen, oder was? Nee. Na toll. Warum kann ich nicht reparieren? Dreck. Hey, ist der jetzt weggesprungen? Wahrscheinlich stehe ich eigentlich doof. Warte mal. Der ist nicht mehr auf dem Radar. Nee. Ja, also entweder habt ihr ihn liquidiert? Habt ihr ihn noch?
einfach. Ist vor mir. Ist bei mir. Ja, jetzt muss es gehen. Noch da. Ich bin zu weit geflogen. Die Hammerhead ist noch da, ja. Aber ich sehe den. Ja, du, wenn der Danny nicht da ist, dann haut auf die Hammerhead. Der Danny ist noch da. Ich hab den noch hier auf dem Kika. Na dann hin. Kika, okay. So, ich bin auch hier wieder da. Dauert nicht mehr lang. Da ist er, ja. Da ist er. Ah ja, jetzt taucht er wieder auf. Okay. Holy. Seine Signaturen versteckt. So, nun heile da. Das kann nicht so lange dauern. Hä, hey, aber der war doch vorher rot. Hä, ja, wieso ist jetzt wieder grün? Hat er den Bergkind dabei? Einmal automatischer TCS hier. Okay, Achtung, Vorsicht, ist wieder bei der Hammerhead dran. Der nuckelt wieder bei Mama. Aber hat einen roten Popo. Oh, jetzt hat mich die Hammerhead. Okay, aber ey, wenn ihr straft mit 400 Meter pro Sekunde, dann treffen euch die Türme nicht. Und zwar wirklich gar nicht. Also da kannst du ganz gemütlich um die Hammerhead rumkurven. Aber nicht solange Danny noch da ist. Jo. Ja, Danny ist bei der Hammerhead. Der nuckelt da gerade. Oh, jetzt geht er wieder weg. So, ja, ich weiß, ja, das ist zu weit. Ja, ja, ja. Ich will ja auch nicht. QL5. So. Wenn die Katze mich mal anschießt, wird es wenigstens rot. So, wenn die Starmet mal funktionieren soll, ne, dann funktioniert sie nicht. Diese Starmet. Doch, bin ich fertig. Komm! Oh, Achtung, der hat die auf dem Kika. Retti. Das gibt's nicht. Ja. Kann doch nicht so schwer sein, schon Schiff zählen. Ja, der, das ist. Aber es tut genauso viel Schaden, wie wir ihm reindrücken, drückt er uns rein. Das ist nichts. Das gibt's doch gar nicht, ey. Aber ihr fliegt ja auch wieder mit über 400 Sachen durch die Gegend. Also, da kann ja nichts. Jetzt ja, aber aus dem Grund sollte halt kein starkes Schiff. Das ist. Man denkt sich das ja nicht aus, aus Spaß. Das hat ja seinen Grund. Das ist echt unbegreiflich. Ja, ich bin gespannt, was für Ausreden dann gleich wieder kommen, warum das so, wusste ich gar nicht. Das Problem ist aber momentan eher, dass halt wirklich immer dieses Hit and Run ist. Ja. So, das Gute ist, ich bin auch wieder voll. Und jetzt geht's richtig ab. So, wo ist er? Gebt ihm. So, wo ist er? Sagt Bescheid. Hammerhead, glaube ich. Er zieht sich wieder zurück. Vorsicht. Holt ihn euch. Volle Palle drauf. Aber Vorsicht, Hammerhead verteilt. Dieses Gimmel. Ja, also der Bip bei mir macht gerade sehr merkwürdige Dinge. Aber. Ja, genau. Der tanzt gerade cha-cha-cha. Ja. Also, wir kommen in Reichweite der Hammerhead. Ja, Achtung, die sprayt. Kommt gar nicht näher irgendwie. So schnell weg, ich flieg mit 700 Sachen. Ihr fliegt aber hinterher, ne? Kann das sein gerade? Ja, ich. Okay. Ja, das ist Danny. Aber genau das ist noch das große Problem, dass ich so. Ah, der brennt voll, ey. Ne? Dogfights ist halt, wenn du jetzt mal vorstellst, wenn die da immer nur mit 400, 700 Sachen, da kommst du gar nicht zum Dogfight. Ich komm hinterher. Da ist er. So, mein Freund. Haben wir eigentlich ein Zeitlimit? Okay. Ich glaub nicht. Höchstkonzentration. So, mein Freund. Hab ich. Juhu! So, wo ist die Hammerhead? Auf die Hammerhead jetzt. Und denk dran, im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn. Die ist weit weg. Hey, ist halt da weggebratzt Sonder gleich. Ach Gott, oh Gott. Oh, mir fehlt schon Fliegel. Der kleine Puck, der sitzt in der Hammerhead als Pilot, gell? Ja, genau, der kleine Puck. Ja. Wenn ihr den aufgeschaltet habt, dann habt das. Dann läuft's. Ich fliege auch nochmal im Reparieren. Jo. Wir sind aber nur Rötti jetzt am besten, ne? Also jetzt nicht alle, sonst haben wir keine Chance. Seid ihr da, oder? Also ich bin bei 6. Ja, gut, er gibt Gas, alles klar, kann losgehen. Die ist so schnell, ey. Das ist so geil. Ja, die lässt schon gut was übrig. Schön in großen Schiffen ist es nicht so schwer zu treffen.
sie fertig. Jawohl. Oh, diese overclockten Waffen, ey. Was ist das? Monster. Ja, die Gitling hatte ich bei mir auch overclockt. Aber dabei, ja dafür, die überhitzen halt ständig, ne? Aber egal. Ja, geht aber noch. So, und die, ich habe natürlich oben habe ich ballistische drin. Die sind natürlich wahrscheinlich ruckzuck weg. Ja, jetzt steckt sie schön rein. Und denk dran, im Uhrzeigersinn, ne? Immer schön im Uhrzeigersinn. Uns hier nicht gegen die Karre ballern. Wie die Satelliten. Ah, die Schilde sind gut von der Hammerhead, ne? Ja, das ist böse. Ich hoffe, ihr habt auch alle so ein paar ballistische Dinger drin, ne? Ja. Das höre ich nicht so gerne. Ninja Talk Imbalance. So, die werden natürlich irgendwann alle sein, hier meine ballistischen. Oh, oh Mann. Schwing gleich weg. Ja, dann lieber noch mal kurz abdrehen und Chill wieder aufladen lassen. Genau, wenn ihr merkt, ihr seid voll im Feuer, dann ein bisschen Gas geben, ein bisschen manövrieren. Irgendwie kann es sein, dass bei der Hammerhead kein Schild runtergeht. Da habe ich nicht viel auf jeden Fall. Nee. Die werden die auch overclockt haben, denke ich mal. Also? Ja, hundertprozentig. Das sind ja Star Citizen-Spieler. Ja gut, wer bei einer Ansage leichte Fighter nehmen, eine Hardseeker nimmt, der der overclockt auch die Hammerhead. Ja, also da sind die Systeme ganz oben. Ja, trotzdem, die Teile leuchten auf. Ja, das ist schon mal gut. Ganz oft wie auf eine Fehlzündung. Boah, die Bilder sind wieder göttlich, ne? Oh, jetzt hat's mich erwischt. Jawohl. Oh, bist du reingeflogen, oder? Nee. Weil irgendwas ist, glaube ich, gerade explodiert. Aber ich ja, weiß nicht, ob... Achso, es sah irgendwie bei der Hammerhead aus. Oh, was war das? Was war die? Keine Ahnung. Oh ja, die Hammerhead... Oh, jetzt ist er aber mittlerweile rot. Ja. In der Mitte. Schaffen. So cool, wie wir hier wie die Satelliten um die herum. Kein leichter Gegner, ey. Junge, Junge. Szene ausbeißen. Weapon System Overheating. Hat die gerade Good Morning gesagt? Oh Mann! Platz jetzt! Oh Gott, ich habe keine Triebwerke mehr. Dann Straven! Boah, die hat aber gut ballistisch drin, also die kann schon gut lange knatzen mit dem. Ja, was ich dachte jetzt gerade auch. Ich glaube, ich habe jetzt gleich meine 100. Runde voll. Du kriegst einen Orden! Laps read. Ja, aber so muss das sein. Ne? So muss das sein, Leute, dass die Hammerhead eigentlich gleich wegplatzt. Boah, das erinnert mich gerade so übelst an Expense, ne? Oh, ich glaube, ich bin auf dem Kicker. Diese Railguns, ne? Ja. Ja. Ein Gatling-Geschütz da. Und denk dran an Uhrzeigersinn, ne? Ja, ja. So, hier seht ihr nochmal das letzte Mal die alten Schilde. Jawoll! Jetzt wird's krallig, ne? Ja, LT Runner ist geplatzt. Oh. Okay. Alles klar. Mist. Aber da ist glaube ich nicht nach. Ich sehe ja sonst nichts mehr. Ich gucke. Wie sieht's bei dir aus, Rati? Ja, ich bin auf dem Weg zurück. Wir ja, halten einfach drauf auf die Hammerhead, oder? Ja, ja, genau. Und im Uhrzeiger sind Straven. Volle Kanne. Was fliegst du rüber? Oh ne. Ja. Oh, jetzt kommt der hier schnuppern. Oh Mann. Trudelt die gerade? Oder meine ich das nur? Du trudelst. Oh mein Gott, jetzt hat mich einer erkannt. Ja. Da war wie viel sind wir denn jetzt hier noch? Ich sehe noch Cutter. Ich glaube zwei. Ja, genau. Gleich bin ich weg. Warst du nicht schon tot, Cutter?
Ja, ja, ich war schon tot. Ja gut, dafür haben die einen Harziger genommen, alles gut. Jetzt bin ich zum zweiten Mal tot. So, ich bin jetzt nicht der Einzige, der noch drauf schießt. Ja. Gib ihm! Ja, da wird aber ein hartes Brot, ey. Ja, aber knallig rot ist denn damit, also eigentlich dürfte da nicht mehr viel sein. Ja, oh, jetzt hat sie mich auf den Kieker. Machen wir mal vom Acker. Ich warte jetzt erstmal kurz auf Rötti. Leute, ja, ich bin da. Wer ist ein Mini-Monster? Ja. Hier ist ein Mini-Monster. Ja, genau, das wollte ich. hier ist Micha irgendwas Monster. Das ist niemand von uns, oder? Nee, ich glaube nicht. Lol. Soll ich den abschießen? Nee, nee, vielleicht hilft er uns ja. Nee. Ja, dann oh darf ich nachspawnen und den abschießen, oder? Nee, lass mal lieber weiter auf die Hammerhead gehen. Nee, ich bin vom anderen Team, hallo. Ich wollte nur drin? Schnell. Was machst du denn hier? Ich wollte nur schnell fragen, wer das ist. Ja, stell mal lieber dir die Frage, warum eine Harzsieger da auf einmal war. es hat doch geheißen, jawohl, dass Hornets in Ordnung ist. Ich habe nein gefragt. Es hieß leichter Fighter. Ja. Und dann hat ich habe den Faro gefragt, ja, ist das auch in Ordnung zu heißen? Ja. Ist klar. So, Rötti, bist du da, oder? Ich bin da, ja, ja, ich bin schon am Kreis. Das war ja zum Vorteil von euch, dass ich die Haarziege genommen habe. Ist das so? Ja, mit der Gladius erwischt ihr mir nicht. Mhm. So, ich bin übrigens, wenn ich mich beteiligen darf, können wir es rausfinden. Ich sag. Nee, ich halte mich zurück. Ich gehe wieder nach oben, also das ist niemand von uns, dem Fall, der da gekommen ist. Boah, wie krass, ne? Was hast du für ein Schiff, Rötti? Hast du noch ballistische Munition drin, oder? Ja, ich habe hier... Check 5. Jawohl! Ja! Das war... Boah, war aber eine harte Nuss, doch. Junge. Was hab ich eigentlich für ein Schiff? Ich hab keine Ahnung. Das kenn ich nicht, Marcel. Was du für ein Schiff hast? Ja, ich bin jetzt gerade hinter dir oder neben dir. Du musst doch wissen, was du für ein Schiff hast. Eine Arrow hast du. Hat mir einer geliehen. Ich hab doch keine Ahnung. Ja. Ja, Freunde, das war's. Hammerhead gegen leichte Fighter. Wer kommt da? Das ist Danny nochmal. Ah ja, okay. Ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Das war wieder ein Weekly Rest Stop Event. Und ich denke mal, nächste Woche wird es mal ausfallen wegen Ostern. Da fehlt ein bisschen Organisation. Aber es wird auf jeden Fall wiederkommen. Und das nächste, jetzt ist sowieso erstmal 3.13. Ne, das ist 13. Ne, das kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Nein, das wird jetzt kommen. Und die nächste Folge wird dann aus der 3.13 sein. Da werden wir erstmal uns die ganzen Inhalte angucken. Ja, schönen Dank, dass ihr dabei wart, alle. Danke. Ja, ebenfalls. Also, macht's gut. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.